Ja, und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed. Der ein oder andere hat es schon mitbekommen, der ein oder andere nicht. Ich versuche die Videos jetzt immer, mit voller Granate zu rendern und auch so aufzunehmen. Nur manchmal ruckelt es auch ein bisschen, ich weiß nicht warum. Anscheinend kommt die Aufnahmefestplatte dann nicht mehr hinterher. Da muss ich doch ein bisschen was umstellen noch. Aber ihr könnt ja selber sagen, wollt ihr lieber die 1080p oder... Nee, lass auf 1440. Es sieht auf jeden Fall besser aus, muss ich sagen. Also das sieht man bei gleichbleibender Qualität einen deutlichen Unterschied. Zumindest YouTube. Irgendwie wird da was geschluckt, ich weiß nicht. Oh, hallo Samen. So, jetzt gehen wir mal dahin. Da waren wir ja stehen geblieben. Das ist sicher Pamu. Uah, der Mann stinkt nach Bier. Oh, danke. Ich versuche schon seit Stunden, ihn loszuwerden. Schnarchst du was zum? Kann ich dich auf die Kuh draufschmeißen? Nö. Komm, geh mal baden. Früher könnte man diese wegschmeißen, das geht jetzt gar nicht mehr. Okay, komm. Müssen wir wieder rein? Die Details, es ist absolut der Wahnsinn. Und ich finde, mit 1440p sieht man doch da schon ein bisschen mehr. Jetzt mit 1080. Also ich habe so das Gefühl zumindest, ich weiß es nicht. Manet, das ist Pamu! Was ist mit ihm geschehen? Das ist besoffen. Sein Bedürfnis, auf Sachmet zu trinken, war größer als gut für ihn war. Das ist ein Desaster. Menschen aus dem Roten und dem Schwarzen Land wollen ihn kämpfen sehen. Wenn's nur um einen Kampf geht, könnte ich ihn ersetzen. Natürlich, Magi. Es ehrt dich, dass du mir diese Schmach ersparen möchtest. Dann sprich mit dem Hohepriester im Tempel. Er kümmert sich dann um den Rest. Okay. So, und hier oben. Diesen nochmal. Ne, jetzt sieht man es nicht. Doch. Ich glaube, das ist auch die Rolle, oder? Nee.
Müssen wir uns mal genau angucken, da geht's auf jeden Fall rein. Weil die Rolle muss ja hier irgendwo rumliegen. Okay. Okay, kommen wir auch nicht durch. Aber es hätte ja sein können, ne? Doppelt ist es die Rolle. Nee. Hätte es sein können. Eure Heiligkeit, ich will hier für Sachmet kämpfen. Du bist nicht Pamu. Er spielt immer die Sachmet. Pamu ist krank. Er erholt sich gerade im Tempel. Schön. Folge mir. Schön, folge mir. Auch wenn dies kein echter Kampf ist, musst du immer wachsam bleiben. Nur keine Angst. Ich werde Sachmet alle Ehre machen. Danken wir allen Gästen für ihre Anwesenheit in dieser heiligen Nacht. Wir laden euch herzlich ein, unseren feierlichen Bräuchen beizuwohnen. Wir offenbaren euch ein Ritual, das uns schon viele Jahrhunderte beschützt hat. Nun richtet alle Augen auf die Kriegerin. Und sollte das Böse zu stark sein in euren Herzen, wird Isfet, die Unheilvolle, die Göttin Sachmet vernichten. Und Jamu wäre zu 100 Jahren absoluter Dunkelheit verdammt. Aber sind eure Herzen rein? Wird die Göttin uns beistehen und uns schützen vor den Mächten des Chaos? Okay, ist ein guter Kämpfer. Beginnen. Ich hab ihn schon mal kämpfen sehen. Seit undenklichen Zeiten hat Sachmet die Löwen uns schon vor Isfets Gier behütet. Isfet war einst die Gefährtin von Lass Naar, mich für dich kämpfen, der Göttin Onkel der Ordnung. Sie manipulierte ihre Waagschalen und fraß sich fett an den Seelen der Sterblichen. Ma'at verbannte sie aus ihrem Gerichtssaal. Doch vor Hunger Möge kehrte Sachmet sie uns zurück. Beschützen. Aber Sachmet erkannte sie und ließ sie nicht durch die Tür. Sie wird ihr Fett Kampf erneut unterwerfen. Ihr Kampf 20 Tage und Nächte, bevor Sachmet die Herren des Chaos unterwarf. Seht! Seine Waffe brennt mit dem Feuer der Sachmet. Sachmets Macht führt seine Hand. Ihr Kämpfer die Fänge der Löwen zerreißen die Dunkelheit. Der Kämpfer der Sachmet brennt.
das Chaos. Oh yeah. Sachmet macht, führt deine Hand. Seh, deine Waffe brennt mit dem Feuer der Sachmet. Der Kämpfer der Sachmet drängt das Chaos zurück. Sachmet, kämpfe für das Leben. Die Hänge der Löwen zerreißen die Dunkelheit. Der Kämpfer der Sachmet drängt das Chaos zurück. Die Fänge der Löwen zerreißen die Dunkelheit. Sachmets Macht führt deine die Hand. Die Stadt ist stark. Seht, seine Waffe brennt mit dem Feuer der Sachmet. Die Fänge der Löwen zerreißen die Dunkelheit. Seht, warte, seine Waffe brennt Sachmet mit dem Feuer ist der Sachmet. Der Kämpfer der Sachmet. Sachmet. Jawohl. Aber trotzdem knapp, ne? Du hast gekämpft wie die Blutgetränkte persönlich. Ah, die Geschichte des Priesters vom Kampf zwischen der Göttin und Isfet war neu für mich. Er hat sich die Geschichte selbst ausgedacht. Niemand kennt sie außerhalb von Yamu. Ich würde mich freuen, wenn du noch länger bleiben könntest. Aber ich weiß, dass deine Pflichten dich rufen. Ich werde mich noch von den Kindern verabschieden. Tu das. Sie mögen dich. Du bist stets willkommen in Yamu, wann immer dich deine Reisen in unsere Nähe führen. Ja, das müsste auch sein. Behalte die Maske und den Stab der Göttin als bescheidenes Zeichen unseres Respekts. Sache mit Kostüm, okay. Boah, Stufe 23. Jetzt kommen nochmal Fähigkeiten. Achso, da brauchen wir drei. Dann machen wir das Verwesen. Das hier nicht. Achso, cool, da kann man jetzt hin. Aha, Nimes verlassen. Okay. Gut, dann gehen wir mal in die Quest. Nach Alexandria, um seine Frau zu suchen. Reiß mal dahin, oder? Ich weiß es nicht. Gibt auf jeden Fall 1200 EP. Jo, dann machen wir das. Dahin. Da ist ja Zerkatze gewesen. Ja. Da war dann noch die eine Quest mit dem Typ, ne? Steht hier kein Gut? Nee. Den einen Typ
obwohl wir noch suchen sollten. Genau das hier. Das wird Claudius sein. Ich? Habt ihr etwa... Krokodile können hier sprechen? Was es nicht alles gibt in Afrika? Warum seid ihr so wütend? Oh Gott, ich glaube, ich werde frei. Claudius! Hey, du! Hallo! Bleib, wo du bist! Die Krokodile sind tot. Nun sollte ich mit Claudius reden und herausfinden, warum er hier ist. Jetzt sammeln wir erstmal alles ein. Bevor es wegtreibt, so wie der hier. Hast du sie getötet? Wir haben uns doch gerade erst kennengelernt. Claudius, du bist betrunken. Ja, das finde ich. Und nein, bin ich nicht. Ich hatte nur 2 bis 10 Bier. Ja, gut. Ich bringe dich zu deiner Frau. Ich habe eine Frau? Meine Mutter wird so glücklich sein. Komm mal hier rüber. Hinsitzen. Was wolltest du eigentlich hier draußen, Claudius? Ich wollte nur... ich kann mich an nichts erinnern. Ich kam aus Alexandria wegen der Festlichkeiten. Und irgendeine Person. Irgendwer gab mir immer zu trinken. Ständig. Umsonst. Wie konnte ich da wieder stehen? Worüber redeten wir noch gleich? Warum du hier bist. Oh, stimmt. Dann wachte ich hier auf, umgeben von all diesen Krokodilen. Sag mal... Können die wirklich sprechen? Ägypten ist ein Land voller Magie und uralter Rätsel. Fantastisch! Meine Freunde in der Stadt werden mir das niemals glauben. Sagtest du nicht irgendwas von einer Frau? Ja, deiner. Also das verstehe ich nicht. Wie verheiratet? Ich bin noch Jungfrau.
Zumindest glaube ich das. Na, ich will wirklich nichts mehr davon hören. Klärt das untereinander. Aber du verstehst das nicht. Jede Frau, die ich jemals versucht habe zu... Na bitte, sei still. Ah, tut mir leid. Und damit, ja. Die frische Luft hier am Fluss tut mir recht. Da bist du ja, mein Liebster. Ich hab mir solche Sorgen gemacht. Oh, bei Dionysos. Ich erinnere mich. Ich bin wegen ihr zu der Insel gefahren. Sie gab mir zu trinken, heiratete mich und sagte mir, ich schulde ihr die Jungfrauensteuer. Von wegen! Du kannst gehen. Das geht nur uns beide etwas an. Nein, nein, nein! Nein, geht nicht! Die töten mich! Zeigt ihm, was passiert, wenn man seine Frau betrügen will. Bitte, hilf mir! Vergiss ihn. Das ist nur ein dummer Griech. Die haben unserem Land schon genug gestohlen. Ja, so ist recht. Schmeck dein eigenes Blut. Gnade! Hab Gnade! Eure Steuereintreiber hören auch nicht, wenn wir um Gnade flehen. Weiter, schlagt Härte. Meine Brüder! Du hast meine Brüder erschlagen. Dabei solltest du mir helfen, nicht ihm. Danke, vielen Dank. Du hast mich gerettet. Und mein Geld. In Zukunft, sei vorsichtig, wenn du mit Fremden trinkst. Ich hatte mich so gefreut, meine Mutter mit meiner neuen Braut zu überraschen. Okay, wir bauen unsere Boote. Nicht schlecht. Haben wir noch eine Quest? Das Totenbuch, okay. Oh, mein Kopf schmerzt. Sei gegrüßt, Freund. Das falsche Kamel. Bis bald.
Okay, sonst sehe ich schon nichts mehr, ne? Die pennt dort unten. Schießen Sie zuerst und fragen dann. Okay, läuft doch ganz gut bis jetzt. Na, will ihn hier tragen? Es geht so. Salam. Na dann war es auch noch eins. Gut, jetzt kommen wir da drin. Da ist ja das Totenbuch. Becker wird sich freuen. Jetzt gib dem alten Mann sein Buch zurück. Etwa bestehlen? Kann man denn einen Dieb berauben? Ich brauche es für meinen Vater.
Okay. Was haben wir denn da noch? Gerade schon mal hier sind. Wow. Ja, aber nichts zum Verstecken. Okay. Warte mal, wir können ja mal Map gucken. Hier haben wir was. Ach, da oben, das haben wir schon, okay. Das ist dieses Schiff. Also gehen wir da. Ist das wieder ein Steinkreis? Mhm. Dieser Wind. Ein Sturm kommt auf. Magi sind den Göttern verpflichtet. Wir müssen stark sein und bereit zum Kampf.
Aber wir dürfen nur kämpfen, wenn es gerecht ist. Ich werde hart trainieren, Papo. Ich will stark sein und jagen können wie du. Du kannst jetzt schon besser mit den Waffen umgehen als viele Männer. Du wirst ein großartiger Magi-Sohn. Wie Mama sagt, mögen sich deine Siege vervielfachen. Die göttliche Löwin, die Mächtige. Ihr Atem hat die Wüste erschaffen. Erbarmungsloseste Jägerin. Sie führt die Armeen des Pharao in die Schlacht. Göttlicher Löwe. Ja, haben wir doch noch einen Steinkreis gefunden wieder. Das sind Hyänen.